Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kudelka. Wir befinden uns im Menü, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Zufallskämpfe irgendwie zeitgeneriert sind. Also so viel Angst hat man ja da eigentlich nicht. Das Blöde ist nur, dass die Zeit immer weiterläuft und dass ich jetzt im Moment niemals 4 Stunden gespielt habe. Aber egal. Wir haben jetzt tatsächlich eine Robbeleiter. Eine Seilleiter. Wie heißt das? Eine Seil... Wir haben jetzt irgendeine Leiter. Wir kommen jetzt hier runter. Hoffe ich. Du benutzt... Was stand da? Verdammt! Ich war zu langsam. Wo sind wir? Kannst du bitte die ganze Umgebung hier anquatschen, Frau Dame? Zeig mir mal die Karte. Ist das schon auf der Karte drauf? Oder nicht so? Oh. Da geht's noch weiter runter. Null. Interessant. Okay, es gibt einige Räume zu erkunden. Wir haben genügend Whisky. Hä, wo bin ich denn? Achso, geh wieder zurück. Wir gehen mal in den ersten Raum rein hier. Da. Okay, wir gehen doch nicht. Ich habe ja tatsächlich gelesen, dass Shadow Heart 2001 rauskam und Kudelka kam 1999 raus, ich glaube 2000 bei uns, bin mir jetzt aber nicht sicher. Und dann ist das ist ja kein Wunder, dass die Grafik noch nicht 100% ist bei Shadow Hearts. Hätten die das so in der Mitte, in der Generation in der Mitte gemacht, wäre es bestimmt noch geiler. Also von der PS2, so die mittige Generation, habe ich etwa schon wieder vergessen. Ich raste aus. Wieso merke ich mir das nicht? So. Hier dürfen wir nur hin. Und dann stechen wir ihn mal ein bisschen. Warum der jetzt so schwach ist? Liegt das nur am Schwer? Oder... Ach nee, jetzt geht's wieder. Oh, der kleine Füße. Bin gerade voll im Retro-Fieber. Bin gerade auf der Suche meinen PS2 und PS1-Dingsbums. Komme ich da nicht rein? Das ist doch eindeutig eine Tür. Aufzustocken. Karte. Das ist doch eine Tür. Das ist gar keine Tür. Hä? Bin bescheuert? Das ist doch eine Tür. Was ist das denn? Ist da keine Tür? Scheinbar bin ich blind. Da ist eine Tür. Oh, nein. Ah. Das ist eine Tür, oder? Ist das eine Tür? Etwas stimmt hier nicht. Meinst du? Oh, was ist das? Kannst du das mal aufheben? Rotes Glas gefunden. Möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Klar. Rotes Glas mitgenommen. Sag mal hier. Wieso hängen hier überall so komische Tücher? Und was mit denen? Was mit dem Hausmeisterpärchen? Krabbelkäfer. Rennen auf diesem Schachbrett des Bodens. Es kommt ein Schuss, ey. Oder zwei. Oh, 700, über 700 Schaden. Voll die starke Braut. Kann man vielleicht auf dieses Podest hier gehen? So war das aber nicht gedacht. Irgendwie. Hä, was ist das hier? Oh, was? Das
Das sind doch wir. Hä? Edward, du bist der Erste. Du musst als Erstes dein Ebenbild angreifen. Boah, wie halten die denn aus? Boah, yeah. Nein, was, er lebt noch. Schweinerei. Bin ich schon wieder stumm? Hat er mich jetzt geheilt? Fragen über Fragen. Das macht doch Feuer, oder? Braucht er so ewig dafür. Wer greift gerade an? Achso. Ich würde trotzdem sagen, wir machen als Erstes mal ihn hier kalt. Haben ihm schon so viel reingesmashed. Ist sie schon wieder dran? Wie sind sie schon wieder dran? Och, ich kann mich selbst gar nicht abknallen. Wieso das denn? Obwohl, nee, warte mal. Objekte, Pistole, Munition. Warten. Oh, was macht denn er schon wieder? Was hat's denn mit denen auf sich? War das jetzt gut, dass ich da direkt hochgerannt bin? Oder wie sieht die ganze Sache aus? Bewegen. Und die ein bisschen zurückdrängen. Wir sind Kudelka. Wir wollen angreifen. Können auch hier angreifen. Warten. Jetzt macht's wieder die Dinge. Was soll denn das jetzt bitte? Warum sind die alle da hinten? Ich komm doch nicht dran, schade eigentlich. Okay, warte. Ach, jetzt kann ich auch sie angreifen. Was habe ich die ganze Zeit auf ihn geschossen?
So, Eduardo. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch ihn übrig. Von den Klamotten her erinnert mich übelst an. Verdammt. Bin ich gerade nicht drauf. Was war das jetzt? Komme ich nicht drauf. Naja, egal. Er hatte da auch so einen Mantel an. Mir gar nicht aufgefallen. Und gepiekst. Oh, also der Edward hat echt am meisten ausgehalten. Sieht gar nicht alt aus. Mit seinem Schlangenspieß. Es dauert zu lang. Ich wollte gerade sagen, entweder Level Up oder Zwischensequenz. Leider nur ein Level Up. Leider. Was haben wir denn bekommen? Heiltrank, Statuenohrring. Ach, ich wollte doch diesen Silberring machen. Zauberspruch, Wiederbelebung. Ui. Cool. Ja, kann man da jetzt noch irgendwas machen? Dieser Ort erstrahlt in einem das Weihwasser scheint ihn gereinigt zu haben. Oh, wie cool. Ja. Kräuter. Aber wir nehmen das hier mal als unseren normalen Speicherstand und unten das als unseren temporären Speicherstand. Yay. Wunderbar. Gehst du runter? Danke. Okay, wir haben jetzt hier einen Speicherstand. Edward stößt einen tiefen Seufzer aus, als er vor dem farbigen Glasfenster steht. Ja? Tut er das? Habt ihr all die Leichen gesehen? Als ob ein ganzes Dorf ausgerottet wurde. Sie müssen seit Hunderten von Jahren hier liegen. Wovon sie wohl erzählen könnten? Ich habe auch ein paar ziemlich frische gesehen. Einer wurde erschossen. Einem wurde der Kopf mit einer Axt gespalten. Und dann wieder andere ohne sichtbare Verletzungen. Sie müssen vergiftet worden sein. Ich schätze, die Neuen waren Glücksritter wie wir. Das alte Ehepaar muss irgendwas... Wollen Sie behaupten, die Alten hätten alle auf dem Gewissen? Unsinn. Unsinn? Und all die Toten? Lauter Betrüger und Diebe. Dies ist immer noch ein Kloster, ein Gotteshaus. Ob Kerker oder nicht. Was ficht es mich an, warum all dieses Gesindel getötet wurde? Wie können Sie so etwas nur sagen? Ziemt sich das für einen Priester? Ich bin kein Priester. Ich bin Bischof. Wen zum Teufel interessiert es, was Sie sind? Ich behaupte ja nicht, dass das alles Heilige waren, ja? Aber haben Sie deshalb den Tod verdient? Sie kennen das alte Ehepaar. Sie sind so nett und hilfsbereit. Sehen so Mörder aus? Ha, hilfsbereit? Genau. Überlegen Sie doch mal. Warum lassen Sie alles so verkommen? Keine Ahnung. Würden Sie nicht wenigstens die Leichen begraben? Seid still! Ich habe da so ein Gefühl, dass wir nicht allein sind mit all den Toten und Geistern. Spart euch eure Streitereien, wenn euch euer Leben lieb ist. Okay. Die streiten sich immer ein bisschen. Ein bisschen eine streitlustige Crew haben wir hier. So. Gehen wir mal raus. Weint noch irgendwo eine Tür? Hä? Habe ich nicht eben hier irgendwo eine Tür gesehen? Ah, muss ich da hin? Da ist eine Tür. Oh, da ist eine Tür. Hätte ich jetzt da hingemusst? Ich weiß ehrlich gesagt von gar nicht, von wo wir kamen. Komm, jetzt.
Hä? Ich verstehe das nicht. Ach, das ist falsch rum. Da ist überhaupt keine Tür. Da ist keine Tür. Müssen wir jetzt... Aber dann kommen wir doch gar nicht weiter, wenn wir in den Raum gehen. Rennen wir da runter. Ist doch gar nichts. Oh, ist da doch was. Pistolenmunition. Ja. Ach, da fällt mir das ein. Die Madame braucht doch ihre Pistolenmunition. Ausrüsten. Luftsilbring. Der hat schon das Lufthemd, also kriegt er auch das. Oh! Das ist kaputt gegangen. Stimmt, deswegen. Normal. Feuerspeer. Vitalmesser. Das können wir vielleicht für einen Lichthammer. Den könnten wir für ein Normalmesser. Wir nehmen mal Feuerspeer. So. Erdespeer, keinen. Wir haben auch leider nichts für dich. Wir haben aber irgendwie komisches Zeug gefunden. Warte mal, zurück, Ausrüstung. Wozu braucht man das? Erklärung. Statuen, Halskette. Ein goldenes mit 3 Smaragden besetztes Halsband, das zu groß ist, um von einem Menschen getragen zu werden. Es scheint zur Dekoration einer Statue gedacht zu sein. Hatten wir irgendwo eine Statue? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Zur Dekoration einer Statue. Okay. Klärung. Rote Glas. Eine Glasscherbe mit einem Glasmalereifragment, die wie farbiges Glas zum Hervorheben von Strukturen in einem bestimmten Farbspektrum geeignet ist. Okay. Statuenohrring. Klärung. Ein Ohrring mit einem Amethyst, der zu groß ist und von einem erscheint zur Dekoration einer Statue zu sein. Hä? Hab ich irgendwo eine Statue gesehen? Also im Kerker, ich überlege gerade. Im Kerker nicht. Unten, da war nur das, da kommt man nicht mehr rein, da war der Kräutergarten. Was war zwischen Kräutergarten? Da war nirgendwo eine Statue. Oben? Nee, da war nur dieses Ding. Oben auf dem Dachboden war auch keine Statue. Also die haben wir noch nicht gefunden, scheinbar, diese Statue, würde ich sagen. Hier? Ich kann sie nicht anreden. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Oh, Gegners. Okay, Aktion. Ich habe nicht wieder nicht aufgeladen. Egal. Wir warten natürlich. Wir werden uns bewegen. Oh, das ist ja praktisch. Wir kommen genau bis zu ihm. Ach, stimmt, der hat ja einen Speer. Na gut, dann Speer mal rum hier. Boah, 507, voll krass. Wir haben jetzt 2 Speerträger. Vielleicht wäre es besser, einen, ich weiß auch nicht, einen dahinter halt zu haben. Bisher sind wir ja recht gut durchgekommen. Was hier sind die Gegner? Boah, ey, das hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Ich hätte voll gar keine Unterschenkel, Unterwaden angreifen. Ein Wadenknochen. Der hält ganz schön viel aus. Okay.
Okay, wir quatschen jetzt nochmal hinten rum, dann müssen wir eben halt da unten rein. Und wahrscheinlich müssen wir dann wieder irgendwo einen Schlüssel benutzen oder so, den ich noch nicht gefunden habe. Das wird hier wieder was. Kann ich hier was anquatschen? Nee. Gut, dann rennen wir mal zurück. Gut. Das ist die einzige Tür, die wir haben. Priestergemächer. Ach ja. Ah, hier kann man gar nicht speichern. Aber wir haben ja schon gespeichert. Hier kann man nicht speichern, gell? So. Dann gucken wir mal hier in die Tür rein. Oh nein, dieser Ort strahlt im überirdisch nicht. Das Weihwasser scheint gereinigt zu sein. Ja, okay. Gut, wenn wir einmal da sind, dann speichern wir halt. Löschen niemals. Priestergemächer Level 8. Okay, wir gehen wieder runter. Kannst du bitte da runter gehen? Ja. Okay, ich würde gerne durch diese Tür. Hallo? Oh. Was ist denn hier los? Kudelka, was gefunden? Nein, gar nichts. Aber... Was war das? So, ich habe extra mal ein bisschen lauter gemacht jetzt. Ich hoffe, es war laut genug. Es waren jetzt 20 Punkte höher wie sonst. Oh! Oh! Das ist ja krass. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir beenden heute mal etwas früher diese Folge. Wir sind dann schon auf CD 2. Das ist ja interessant. Cool. Doch, ich freue mich so. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Und ich hoffe, der Ton ist jetzt ein bisschen besser. Bis morgen. Tschüss.